Großstadt verkehren. Jeden Morgen, jeden Abend das gleiche Bild. Zu Arbeitsbeginn und bei Arbeitsende branden diese Ströme heran. Bürgersteige und Fahrstraßen sind gedrängt voll von hastenden Menschen und Fahrzeugen, die sich durch ihre große Zahl im schnellen Vorankommen selber hemmen. Jeder freie Platz ist besetzt. Gebots- und Verbotsschilder versuchen beinahe vergeblich, dieses wirre Gedränge zu ordnen. Und immer weiter hinaus greift die Stadt mit ihrem Siedlungsgebiet. Wo früher behäbiges Bürgertum in ruhigen Straßen wohnte, ragen heute Betonwände. Und hinter jedem Fenster arbeiten Menschen. Blühende Gärten hinter Häuserzeilen wurden verdrängt von dunklen Hinterhöfen. Die lichtsperrenden, ragenden Mauern lassen das letzte Grün und die im Schatten spielenden Kinder verkümmern. Wer aber mit seiner Familie aus der Licht- und Luftarmut der inneren Stadt hinausgeht, um gesünder zu leben, muss es erkaufen mit weiten Wegen zu seinem Arbeitsplatz. Tag für Tag. Nehmen wir mal Buchhalter Meier. Er arbeitet in der Stadt und wohnt hier draußen. Um 7 Uhr, jeden Morgen, tritt er aus der Gartentür. Um 8 Uhr beginnt seine Arbeit. Den ersten Teil seines Weges legt er mit seinem alten, treuen Fahrrad zurück und stellt es hier ab, bis er am Abend zurückkommt. Die Uhr ist 7.12 Uhr. Dann stellt er sich zu den anderen an der Haltestelle und wartet auf seinen Autobus. Flott fährt zunächst der Autobus auf den leeren Straßen der Außenbezirke. Doch was nützen 100 PS und mehr, wenn man die anderen erst vorüberlassen muss? Und die Uhr ist 7.23 Uhr. Der Autobus fährt nun in eine andere Richtung. Und Meier muss umsteigen. Gott sei Dank, da steht sie noch, seine Straßenbahn, die Linie 11. Und die Uhr ist 7.42 Uhr. Meier, der inzwischen umgestiegen ist, steigt aus der Linie 18. Und die Uhr ist 7.54 Uhr. Die letzte Strecke dann zu Fuß. Und pünktlich ist Herr Meier. Es ist 8 Uhr. Und wie ging es seinem Nachbarn, dem Herrn Schulze, der sich heute zum ersten Mal mit eigenem Fahrzeug unabhängig machte? Eine Viertelstunde lag er länger in den Federn. Und doch die Zeit wird sicher eingeholt. Wie schön ist es, sein eigener Herr zu sein. Sein eigener Herr? Stopp! Ah, nicht nervös werden, Herr Schulze, gleich geht's weiter. Wenn man nur an dem Dicken vorbeikäme. Und wieder halt. Und die Uhr ist 7.42 Uhr. Doch nun ist er da. Nur schnell noch einen Parkplatz für das Auto. Parken? Parkplatz? Denkste. Parkplatz. Denkste, die Uhr ist 7.54 Uhr.
Endlich findet sich ein Plätzchen für den Kleinen. Die Uhr ist 7.58 Uhr. Nun aber schnell, Herr Schulze. Und doch zu spät. Wie soll es nun weitergehen? Welchen Ausweg gibt es aus diesem Verkehrsdilemma? Trabantenstädte. Rings um den Siedlungs- und Arbeitsbereich einer Großstadt bildet sich ein Kranz selbstständiger Wohngemeinden, die Trabantenstädte. In ihnen wohnen und leben die Menschen, die in dem Wirtschaftsraum der zentralen Großstadt ihr Brot verdienen. Es gilt aber, diese Trabantenstädte durch ein Massenverkehrsmittel größter Geschwindigkeit, größter Leistungsfähigkeit, dichtester Verkehrsfolge, größter Zuverlässigkeit und größter Pünktlichkeit zeitlich gesehen nah an die City heranzuführen. Die S-Bahn. Was bedeutet das für Herrn Meyer und Herrn Schulze? Um 7.30 Uhr und nicht um 7 Uhr verlässt Herr Meyer sein kleines Haus und begibt sich gemächlichen Schrittes zu seinem S-Bahnhof. Und da kommt auch schon Herr Schulze. Er stellt seinen Wagen weit hier draußen ohne Parkplatznot ab, um mit Herrn Meyer gemeinsam die S-Bahn zu benutzen. Bist du mit deinem Garten bald fertig? Noch nicht. Langsam, aber sicher. Und Arbeit auf eigenem Grund macht immer Spaß. Solltest du auch mal überlegen, die S-Bahn fährt doch jetzt ganz raus. Da kann man es sich leisten, weiter draußen auf billigem Grund zu bauen. Ohne dass man mehr Zeit für den Weg zur Arbeit braucht. So, sind wir mal wieder. So ist es jetzt. Unmittelbar in der Nähe ihres Arbeitsplatzes verlassen beide den unterirdischen S-Bahnhof. Und es ist noch Zeit für ein gemütliches Gespräch über das und dies und jenes. Schon vor 8 Uhr sind sie am Ziel. Und noch etwas bewirkt das S-Bahn-Netz. Bald danach, als die Eisenbahnen unsere Stadt erreichten, die damals noch keine Großstadt war, förderte der Aufschwung von Gewerbe, Handel und Industrie das stürmische Anwachsen der Einwohnerzahl. Die Wohnfläche der Stadt musste sich vergrößern und wuchs besonders an den Linien der Bahn entlang, bis die Bewohner, die in der City Arbeit und Brot fanden, zum Teil mehr als eine Stunde Anweg hatten. Die Bewohner dieses Gebietes haben eine Stunde Arbeitsweg. Ihr Wohnbereich ist der Ein-Stunden-Bereich. Nehmen wir an, eine Stunde Weg ist noch zumutbar. Dann wird ein zusätzliches S-Bahn-Netz diesen Ein-Stunden-Bereich auf das rund Dreifache der früheren Fläche erhöhen. Ein gewaltiger Siedlungsraum ist gewonnen und erschlossen. Und dabei liegen in dem Stundenbereich auch die Wohngebiete der Trabantenstädte. Ausweitung der Wohngebiete und Konzentration der Arbeitsstätten ohne zusätzlichen Oberflächenverkehr. Und jeden Tag eine Stunde weniger unterwegs bedeuten 14 Tage gewonnenen Urlaub im Jahr.